50 Millionen Euro liegen im Topf, um österreichischen Startups in der Krise zu helfen. Doch wie kommt man an dieses Geld heran? Das will ich heute mit einer hochkarätigen Gesprächsrunde diskutieren beim Virtual Roundtable von Trending Topics. Und im Stream begrüße ich zum Thema Carina Markreiter und Viktor Pascali von der Förderbank ABS. Hallo. Hallo. Wieder fast als Vertreterin des Komitees des Startup-Beauftragten der Bundesregierung. Hallo Lisa. Hallo, danke für die Einladung. Andreas Steiner-Posch, der Leiter Capital and Debt Advisory beim Unternehmensberater EY. Hallo. Hallo in der Runde. Markus Lang, Associate Partner beim Wiener Risikokapitalgeber Speedinvest. Hallo Markus. Hallo, freut mich. Und Reinhard Holzner, der CEO und Gründer von Smin.io aus Linz. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr. Ja, nochmal danke an alle für eure Zeit und eure sicher sehr spannenden Diskussionsinputs. Ich will mal bei der AWS beginnen, die ja dafür zuständig ist, diese Fördermittel, diese Zuschüsse an Startups in Notlage, wenn man es überspitzt ausdrücken kann, vergeben wird. Es gibt natürlich auf eurer Webseite ein ganz langes FAQ, aber könnt ihr noch mal so ganz kurz zusammenfassen, wer kann diese Zuschüsse bekommen und wer nicht? Ja, sehr gerne. Also prinzipiell gibt es ein paar formale Kriterien, die ein Startup einhalten muss. Zum Beispiel, dass es nicht älter ist als 5 Jahre, haben wir auch schon sehr oft gehört und ist schon diskutiert worden. Das Unternehmen oder das Startup kann in allen Branchen tätig sein. Hauptsache ist auch, dass die Betriebsstätte oder der Sitz sich in Österreich befindet. Die Kleinunternehmerdefinition der EU eingehalten wird, also dass maximal 50 Mitarbeiter oder maximal 10 Millionen Euro Umsatz. Genau, und wichtig ist auch, dass die Gründung nicht nach dem 15.03.2020 erfolgt ist, denn so ist es in der Richtlinie definiert als Beginn der Krise hier in Österreich. Und dann gibt es noch ein paar inhaltliche Kriterien. Also zum einen muss man vom Covid-19 betroffen sein. Also das heißt, man hat Umsatzrückgänge, Lieferantenausfälle, Messen wurden storniert zum Beispiel. Man kann keine Vertriebsaktivität mehr machen. Oder auch zum Beispiel gilt auch, wenn ein schon vorher zugesagtes Investment von einem Investor abgesagt wurde. Dann ist es wichtig, dass frisches Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Einlagen in das Startup eingebracht wurden nach 15.03.2020 mit mindestens 10.000 Euro und dass diese Einlagen von privaten, unabhängigen Investorinnen und Investoren kommen. Und vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, dass sie ein innovatives Unternehmen sind. Das heißt, entweder Förderzusage von vordefinierten ABS- oder FFG-Programmen in den letzten 2 Jahren, oder Sie können die Innovationskriterien eben bestätigen, die sehr ausführlich auf unserer Website sind. Vielleicht noch kurz zu meiner Ergänzung. Dieses Programm ist schlankestmöglich aufgesetzt. Das heißt, kein Unternehmer muss einen Businessplan schreiben, nicht mal ein Pitch-Deck durchschicken. Das heißt, wenn die formalen Kriterien erfüllt sind, dann bestätigt die ABS, sagt dieser Antrag, den können wir annehmen. Und wenn der Antrag gestellt ist, ist das Geld innerhalb von 3, 4, 5 Tagen bei dem Unternehmen. Das ist wahrscheinlich eines der schnellsten Instrumente, aller Instrumente, die ich bis jetzt gesehen habe oder Feedback bekommen habe. Ich nehme hier aus, es gab von der WKO diese paar tausend Euro, die man bekommen konnte. Das ging in 1, 2, 3 Tagen. Aber hier können wir im Idealfall bis zu 800.000 Euro Zuschuss vergeben. Und ich glaube, dafür ist die Geschwindigkeit wirklich genau angepasst an die Zielgruppe. Genau. Ja, vielen Dank mal so für die Einführung ins Thema. Dieses Startup-Hilfspaket ist natürlich euphorisch aufgenommen worden. Teilweise gibt es auch Kritik. Der Kritik wollen wir uns dann gleich später zuwenden. Zuerst würde ich noch gerne die Lisa fragen. Startup-Komitee der Bundesregierung. Wie notwendig haben es Startup in Österreich, diese Zuschüsse zu bekommen? Wie dramatisch ist aus eurer Sicht die Lage? Kann man auch einschätzen, wie viele Firmen sind es eigentlich, die diese Zuschüsse brauchen? Sind das Dutzende, sind das Hunderte? Habt ihr da Zahlen dazu?
Danke für die Frage. Wie dramatisch ist die Lage? Ich glaube, das hat diese Umfrage von Austrian Startups ganz gut gezeigt, wie da die Einschätzung vor ein paar Wochen schon war. Ich meine, wir sehen Startups, die quasi Finanzierungsrunden fast geclosed haben. Nur wir wissen, eine Finanzierungsrunde ist dann geclosed, wenn das Geld am Konto ist, was sich dann vor Covid nicht mehr ausgegangen ist und wo sich dann definitiv einige Investorinnen und Investoren nochmal zurückgezogen haben. Und wo einfach Startups, und das liegt ja in der Natur von einem Startup, dass man die externe Finanzierung braucht, einfach tatsächlich jetzt in einer Situation sind, wo sich die Frage stellt, wie kann man denn das Geld irgendwie hebeln, weil irgendwann sind auch andere Förderinstrumente und so weiter ausgeschöpft. Das heißt, ich glaube, der Need für diesen Zuschuss ist da und was tatsächlich das Gute daran ist, und der Victor hat das eh schon gesagt und betont, ich glaube, man kann das nicht genug betonen, dass dieses Instrument echt designed ist, um schnell zu helfen und schnell eben Finanzierungsrunden zu verdoppeln und auszugleichen, die in Wirklichkeit zugesagt waren, die sehr realistisch waren, aber die jetzt eben aufgrund der Krise nicht zustande kommen. Wie viele Startups wird es erreichen? Also vielleicht habt ihr an die Kolleginnen und Kollegen der AWS auch schon Zahlen, wie viele sich denn schon seit letzter Woche gemeldet haben. Ich glaube, also wenn man es durchrechnet und der Schnitt von dem sowohl das BMDW als auch die AWS wahrscheinlich ausgehen, sind so um die 150 bis 200 Startups. Kann man sich dann das durchschnittliche Volumen ausrechnen. Ich glaube, wenn man 200 Startups hätte, würde man da auf über 100.000 Euro Finanzierung pro Company kommen. Wird man dann sehen, also wie viel es tatsächlich ausnutzen, weil eben die Range ja relativ breit ist. Also es geht ja von 10.000 Euro Verdoppelung bis 800.000 Euro. Und wird man sehen, wie schnell das Geld aufgebraucht ist, weil, und ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich allen da draußen bewusst ist, es geht nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. Das heißt, wenn der Topf ausgeschöpft ist, ist das Geld dann auch weg am Ende des Tages. Das heißt, und das wäre jetzt mein konkreter Hinweis an alle Startups da draußen, die diesen Zuschuss in Anspruch nehmen wollen und auch an Investorinnen und Investoren, die in diese Companies investieren wollen. Ich würde jetzt nicht bis Ende des Jahres tatsächlich drauf warten und sagen, okay, das, die Förderung oder der Call ist sowieso bis Ende des Jahres offen, sondern schon schauen, auch hier zu einem schnellen Abschluss zu kommen. Weil, wie gesagt, die Unternehmen brauchen auch das Geld und können nicht ewig lange drauf warten. Alles klar, Lisa, vielen Dank für die erste Einschätzung. Jetzt kommen wir zum, ich nenne ihn jetzt mal so den Herausforderer in der Runde. Reinhard Holzner, Gründer und CEO von Smint.io, hat sich in den letzten Tagen lauthals bemerkbar gemacht, dass er mit den Kriterien nicht so ganz zufrieden ist, die man erfüllen muss, um diese Zuschüsse zu bekommen. Reinhard, kannst du das mal ganz kurz aus deiner Sicht schildern? Woran scheitert es bei dir? Was ist deine Kritik oder dein Verbesserungsvorschlag? Also ich glaube, man muss das jetzt einmal differenzieren. Ich bin der Meinung, dass das Programm sehr, sehr toll ist. Ich bin der Meinung, dass dieses Programm sehr, sehr notwendig ist. Als die Ankündigung kam, ein derartiges Programm zu machen, waren wir, wie glaube ich, alle anderen in der Startup-Community total begeistert, dass es das gibt. Es ist ja eigentlich schon fast als unmöglich eingestuft worden, dass man sowas mal für Startups macht. Das finde ich super und ich finde gerade gegeben, wo rundherum die Welt, sagen wir, zusammenbricht, da an die Startups zu denken und die Startups zu unterstützen, ist absolut lobenswert und wirklich eine Sache, die man nicht kritisieren kann. Auf der anderen Seite ist natürlich bei jedem Programm es Fakt, dass es Leute gibt, die kriegen das und dass es Leute gibt, die ausgeschlossen sind aus irgendwelchen Kriterien. Wenn ich Startups ausschließe aus der Förderung, aufgrund von nachvollziehbaren Kriterien, die auch gut begründbar sind, dann muss man das zur Kenntnis nehmen. Es gibt jetzt nicht nur meine Kritik, es gibt ja die Kritik der Community und ich kann das ein bisschen zusammenfassen aus dem, was ich so gelesen und gehört und mit Leuten geredet habe. Die zwei Hauptkriterien und die Hauptpunkte, die kritisiert wurden, ist einerseits diese 5-Jahres-Regel, wo es darum geht, dass Startups, die älter sind als 5 Jahre, die Förderung nicht in Anspruch nehmen können. Und das zweite ist der Ausschluss von Geschäftsführern aus der Förderbarkeit. Also Investment eines Geschäftsführers wird halt nicht verdoppelt. Und mein persönlicher Kritikpunkt war es in der Geschäftsführer-Thematik, um noch auf die 5-Jahres-Regel in dem Zusammenhang einzugehen. Das ist natürlich Katastrophe für ein Startup, wenn ich 5,5 Jahre alt bin und ich fahre jetzt um die ganze Förderung um. Allerdings muss ich mich in meiner Kritik halt auch immer an den Punkten orientieren, wo ich Bewegungsspielraum habe. Wenn eine europäische Gesetzeslinie sagt, es geht halt nicht noch 5 Jahre oder es gibt irgendwelche nachvollziehbaren Gründe, die man nicht ändern kann oder nicht realistisch ändern kann. Natürlich kann man sagen, die EU-Länder müssen sich jetzt zusammenschließen und das ändern. Wie wahrscheinlich ist das?
dann muss man halt sagen, okay, da kann ich mich aufregen, aber es wird am Ende relativ wenig Erfolgswahrscheinlichkeit geben. Und die Energie ist mit einer guten Wahrscheinlichkeit halt in die Bewältigung der Krise auf andere Art und Weise besser investiert. Also die Fünf-Jahres-Regel im konkreten Fall, ich bin da jetzt kein Experte, das müsste man noch aus juristischer Sicht betrachten, ist ja anscheinend deswegen nicht änderbar und deswegen so, weil EU-Beihilfenrecht das so vorsieht. Wie gesagt, ohne Anspruch auf Richtigkeit. Und die zweite Linie ist das Thema, wo ich sage, Geschäftsführer werden eben aus dieser Förderung ausgenommen. Das hat uns ganz direkt betroffen. Also Smith ist ein Enterprise B2B-Startup. Es gibt keine Messen. Die Enterprises haben alle was anderes zu tun, als momentan ein Neugeschäft abzuschließen. Also wir sind sehr schwer betroffen von der Krise. Und auf der anderen Seite sagen wir, okay, wie kann ich Kapital aktivieren? Kapital aktiviere ich, entweder indem ich rausgehe und einen Investor suche, was momentan ehrlich gesagt immer noch schwierig ist, weil selbst mit Verdoppelung ein Investor momentan im Enterprise-SaaS-Startup ein Problem sieht, weil er nicht weiß, wann die Situation wieder besser wird. Da haben wir gesagt, in unserer Firma, wir aktivieren unsere eigenen externen Investoren dadurch, dass wir als Gründer sagen, wir nehmen jetzt eigenes Geld in die Hand, wir stecken das in die Firma, wir sagen, wir setzen damit ein Vertrauenszeichen in die Firma und die externen Investoren haben darauf sehr gut reagiert und haben gesagt, wir gehen auch mit. Und haben dann in Ankündigung dieses Startup-Pakets eine tolle Kapitalrunde mit unseren Bestandsgesellschaftern aufgestellt und haben dann lernen müssen, dass halt Geschäftsführer und damit alle Gründer, die bei uns im Team sind, aus der Förderung ausgeschlossen sind, mit dem Effekt nur, dass einer unserer externen Investoren seinen eigenen Bruder als Geschäftsführer bei uns, als CTO, reingebracht hat, der damit auch ausgeschlossen war, weil er verwandt ist mit einem unserer Geschäftsführer. Also eigentlich 90% unserer Investitionsrunde nicht verdoppelt worden wäre. Und das war natürlich für mich, sagen wir so, not amused und habe dadurch mich aufregen müssen, im Interesse meines Unternehmens. Und während man bei der Fünf-Jahres-Regel halt an EU-Recht scheitert, ist diese Ausnahme für Geschäftsführer halt eine Richtlinie, die festgelegt worden ist, wo es kein Gesetz gibt, das dem irgendwie widerspricht oder das unbedingt einfordert. Und darum habe ich Kritik geäußert, weil ich gesagt habe, das ist eine Regel, die mich als Unternehmer benachteiligt, ja, und die man potenziell ändern kann. Und darum habe ich dann auch Lärm gemacht und gesagt, warum ist das so? Was sind die Gründe? Und es wurden mir halt bis jetzt keine lückenlos nachvollziehbaren und nicht widerlegbaren Gründe genannt und darum habe ich das halt auch weiterverfolgt. Ich muss auch noch ganz kurz dazu sagen, ich bin da als Suderant bezeichnet worden und so weiter und so fort. Ich glaube, in der ganzen Diskussion darf es nie den Punkt geben, wo wir nicht mehr reden und uns einfach nicht mehr zuhören. Man muss einfach sagen, okay, wir sind offen, wir diskutieren drüber. Am Ende, wenn wer sagt, okay, ich nehme die Diskussion oder ich nehme die Argumente zur Kenntnis und wir agieren nicht danach, dann ist das halt auch zu akzeptieren. Allerdings darf man nicht sagen, nur weil jemand eine Minderheit ist oder nur weil jemand nur einer ist, dass man ihm nicht zuhört. Das halte ich für problematisch und das ist in dem Zusammenhang passiert. Und da würde ich halt aufrufen, dass wir uns zuhören und halt. Für mich ist das auch nicht angenehm, ich schreie auch nicht herum, weil das so lustig ist, sondern weil ich halt einfach meine Firma unterstützen will. Alles klar. Ich habe schon die erste Wortmeldung. Ich würde es noch ganz kurz den Markus und den Andreas zu Wort kommen lassen. Ich reiche jetzt gleich mal die Frage weiter an den Andreas von EY. Die Steuerberater, die Wirtschaftsprüfer haben bei dieser Förderung eine sehr zentrale Rolle, weil sie müssen diese ganzen Kriterien bestätigen, also unter anderem auch, ob ein Startup wirklich innovativ ist und ob sie die ganzen anderen Kriterien erfüllen, um eben für diesen Zuschuss in Frage zu kommen. Sind die Startups jetzt diesen Kriterien quasi ausgeliefert, hopp oder top, oder gibt es sowieso Mittel, Ideen, Strategien, um da rauszukommen oder das Beste zumindest herausholen zu können? Als Unternehmensberater, was rät man in einem solchen Fall einem Startup? Ich sehe in Wirklichkeit diese Bestätigung durch die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer eigentlich überhaupt nicht als Herausforderung, muss ich gestehen. Denn in diesen drei Kriterien, das eine ist das formale Eigenkapital ist geflossen, das zweite ist das Thema, bin ich innovativ, gibt es mittlerweile von der AWS einen sehr umfangreichen FAQ-Liste, Hinweise, was ist es? Und das ist eigentlich relativ breit gefasst. Heißt, wenn ich
typischerweise nicht zumindest eines dieser Kriterien schaffe, dann würde es mich wundern. Also dann würde ich diesen klassischen engeren Titel Startup auch nicht führen. Ich habe das mit Kollegen schon diskutiert, wo wir gesagt haben, in Wirklichkeit ist das schnell getan. Also auch dieses Kriterium ist normalerweise schaffbar. Es ist wirklich fast nur Dokumentationsarbeit und auch die sollte von begleitenden Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, die Unternehmen schon kennen, eigentlich schon innerhalb des Tages mitgeliefert werden können. Wenn es noch keinen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer gibt, auch da vielleicht schon in der Investorenrunde parallel mit einbinden, sodass da kein Zeitverlust da ist. Und das dritte Kriterium ist für mich momentan, auch wenn ich jetzt so quer schaue, in andere Aktionen rein, das Thema, bin ich betroffen von der Corona-Krise? No, na. Also auch das Kriterium wird wahrscheinlich sehr rasch dokumentiert sein. Alles klar. Und dann noch die Frage an den Markus Lang von Speedinvest. Jetzt sind die Kriterien das eine. Die Grundvoraussetzung ist eigentlich überhaupt mal, dass man einen Investor findet, der da Kapital reinschießen will. In der aktuellen Krise gibt es eigentlich überhaupt Business Angels, Investoren, die überhaupt noch Geld investieren wollen oder fokussieren sich die sowieso auf ihr bestehendes Portfolio, um dieses durch die Krise zu retten? Oder kann man in so einer Situation jemanden finden? Ich glaube schon. Also wir selbst haben im letzten Monat 3-4 Finanzierungsrunden abgeschlossen. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass die Hälfte davon schon länger mit uns in Gesprächen war, also auch schon vor Covid in Kontakt war. Aber unser ganzes Team ist weiterhin mit voller Energie draußen, scoutet Ideen. Ich glaube, der Modus ändert sich und da müssen sich alle erst dran gewöhnen, dass man Investoren nicht notwendigerweise jetzt auf Veranstaltungen trifft, sondern das Ganze halt über E-Mail und Zoom funktioniert. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass gute Ideen auch weiterhin finanziert werden. Ich kann primär für uns und unsere Co-Investoren sprechen, da ist das so. Ich habe in den letzten Wochen aber ganz viele Gespräche mit Angels und anderen Fonds geführt. Klar ist ein Fokus aufs Portfolio da. Klar gibt es einzelne Branchen, wo das deutlich schwieriger ist. Wir haben einige Beteiligungen im Hospitality- und Reisesegment. Da ist es ganz schwierig, da brauchen wir uns nichts vormachen. Außerhalb dieser Segmente funktioniert es aber insgesamt, glaube ich, weiterhin gut. Es gibt eine beträchtliche Zahl an Angels. Es ist Kapital da, wie gesagt, der Modus ändert sich, es dauert vielleicht auch ein bisschen länger und es wird sicher vereinzelt vor allem Privatinvestoren geben, die vielleicht jetzt ein bisschen auf die Bremse steigen. Insgesamt, glaube ich, gibt es aber Kapital am Markt. Alles klar. So, es gibt jetzt schon zwei Wortmeldungen. Lisa, du wolltest vorher was einwerfen, ich glaube, in Bezug auf Reinhard und die Situation bei Smint.io. Voll. Das sind jetzt leider ein paar Punkte, zu denen ich was sagen will. Ich versuche es kurz zu machen, sonst unterbrich mir bitte einfach. Jakob, du kennst mich. Also erstens, ich glaube, insgesamt ist es extrem wichtig, dass es kritische Stimmen gibt und dass man die Dinge, die präsentiert werden, sei es jetzt das Data-Paket oder andere Dinge oder Corona-Hilfspaket für Startups oder andere Topics aus der Startup-Szene, das ist einfach wichtig, weil es kann halt nicht sein, dass immer alle alles gut finden und wie es auch in dem besagten Artikel oder in einem anderen gesagt worden ist, alles irgendwie so hinter der Hand passiert, sondern ich glaube, es ist ja wichtig, einen offenen Diskurs zu haben. Warum? Nicht, weil ich das super lässig finde, irgendwelchen emotionalen Diskussionen auf Facebook und LinkedIn zu folgen, sondern weil ich glaube, dass genau dieser Diskurs und dieser Austausch und dieses Feedback dabei hilft, die Maßnahmen besser zu machen. Und da bin ich ehrlicherweise schon optimistisch, dass A, diese Maßnahmen so aus bestem nach bestem Wissen und Gewissen designt worden sind, aber natürlich Optimierungsbedarf haben. Sei es jetzt die, genau das Gesellschafterthema, oder sei es wahrscheinlich auch andere Maßnahmen, die noch kommen werden. Und genauso wie es auch bei anderen Corona-Unterstützungsangeboten der Fall war. Das heißt, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube aber gleichzeitig, wie der Reinhard das gesagt hat, das muss halt in einer konstruktiven Art und Weise passieren und nicht in einer hochemotionalen Diskussion, wo dann Leute tatsächlich persönlich angekreidet werden. Also ich glaube, das ist der Startup-Szene an sich nicht würdig und auch den Personen, die sich da dafür einsetzen. So, das ist dieser Punkt dazu. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn es diese Cases gibt, wie der Case vom Reinhard, bitte sagt es einfach. Also sagt es einer AWS, sagt es einem BMW, sagt es uns als Startup-Komitee, damit man das weiterbringen kann und damit man echt ganz konkrete Fälle aus der Praxis hat, wo man sagen kann, so schaut einfach die unternehmerische Realität aus. Weil
und ich hoffe, da lehne ich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, diese unternehmerische Realität ist halt nicht immer zu 100% präsent, was auch klar ist, weil Politikerinnen und Politiker gehen ihrem Job nach, machen, glaube ich, oder versuchen, das Beste herauszuholen für ihre Zielgruppen, aber sind da auch auf Feedback angewiesen. Das heißt, bitte sagt das den Leuten einfach direkt und so unmittelbar wie irgendwie möglich. Und ich glaube, dann gibt es auch noch Spielraum, Dinge anzupassen. Auf der anderen Seite habe ich es eh schon gesagt, also ich glaube, der Ton ist einfach wichtig in der Community und auch die Tatsache, dass wir einfach zeigen müssen, dass wir uns austauschen, connected sind und gemeinsam mobilisieren können. Weil ich glaube, wir haben jetzt, und ich finde das echt cool, dass dieses Paket für Startups da ist, weil wenn wir uns vergleichen, und ich will jetzt nicht wieder die Kulturbranche als Beispiel bringen, aber weil sie gerade medial präsent ist, was sie wahrscheinlich sind, wo es noch immer relativ wenig bis keine Unterstützung gibt. Also, dass wir da als Startup-Szene bedacht worden sind, ist eine coole Sache. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie wichtig wir sind, aber zumindest haben wir ein Momentum. Und ich glaube, das müssen wir ausnutzen, echt alle Kräfte, die wir irgendwie haben, bündeln und dieses Win of Opportunity auch für langfristige Maßnahmen nutzen. Und dann kommt genau das, und das war ein bisschen so eine Frage an den Markus ins Spiel, wie kann man es denn noch schaffen, Investoren zu incentivieren und motiviert zu halten, damit sie das Geld investieren? Weil eins ist klar, das Geld ist nach wie vor da bei vielen Leuten. Man muss das nur ein bisschen aus ihnen herauskitzeln vielleicht oder ihnen eben sagen, warum das Sinn macht, in Innovation und Digitalisierung zu investieren. Und es ist ja nicht, es ist ja bewiesen, dass gerade in Zeiten von Krisen spannende Tech-Unternehmen hervorgehen und dass Tech eigentlich ein Gewinner von Krisen sein kann, wenn man es gescheit macht. Und ich glaube, Österreich kann das am Ende des Tages sein. Nur da braucht es eben sinnstiftende Maßnahmen, die auch jetzt über kurzfristige Liquiditätsmaßnahmen bei Startups hinausgehen. Jetzt mein Zusehen. Alles klar, danke. Victor von der AWS, du hast dich auch mit einer Wortmeldung gemeldet, da würde ich auch gleich die Frage anschließen an dich oder die AWS. Sind jetzt diese Kriterien in Stein gemeißelt oder kann man da noch was machen? Ja, also meine Replik diente noch dem Markus. Ich gehe dann auf deine Frage ein. Wir sehen sehr wohl, es gibt viele Investoren, die jetzt weiterhin investieren wollen, auch neue Investments machen wollen. Wir haben da jetzt sozusagen Evidenz. Ich habe vor 2 Wochen ein Online-Investoren-Meeting gemacht. Da war ein spannendes Startup. Da gab es 15 Rückmeldungen auf das Unternehmen. Das ist ein Beispiel. Es ist ein spannendes Unternehmen. Wahrscheinlich die sozusagen A-Unternehmen haben es jetzt leichter als die B-C. Die werden wahrscheinlich sich schwerer tun. Und wir sehen jetzt auch schon, was wir für einen Andrang haben. Wir sozusagen, die Carina und ich, wir sind Second-Level-Support. Das heißt, für den Fonds. Das heißt, es kommen E-Mails rein, Anrufe rein und das sind nicht nur die Gründer, sondern so wie die Fragen gestellt werden, manchmal sind es die Gründer und man weiß schon, da sind Verhandlungen im Hintergrund, wie müssen wir es genau ausgestalten, also das sind nicht theoretische Luftblasen, wie könnte es sein, wenn ich mal einen Investor irgendwann gesehen habe, das heißt, wir haben das Gefühl, es wird jetzt investiert werden, es wurden schon Anträge gestellt, also es geht jetzt ordentlich los, glaube ich, dass einige Finanzierungsrunden gemacht werden. Eh klar, wie der Markus gesagt hat, kommt auf die Branchen, auf die Phasen an. Für uns ist sozusagen aus der Fondssicht jede Finanzierungsrunde eine Finanzierungsrunde, ob es jetzt Bestand ist oder Neuinvestment, ist sozusagen bei der Anfrage jetzt in dem Sinn noch nicht ersichtlich. Die zweite Frage war wegen der Richtlinie, ob es hier Änderungen möglich sind. Wir als AWS sind hier das ausführende Organ. Wir wickeln die Richtlinie ab. Das heißt, Entschuldigung, die Förderung ab anhand der Richtlinie. Das heißt, für uns gibt es in der AWS überhaupt keinen Spielraum. Das, was in der Richtlinie steht, müssen wir so umsetzen. Genau, vielleicht darf ich da noch dazu was sagen, vor allem zu Lisas Wortmeldung und zu deiner. Also wir sehen natürlich die Anfragen und die sind auch sehr hoch. Allerdings möchte ich jetzt alle Startup-Founder da draußen beruhigen, dass sie jetzt nicht in Panik versetzt werden. Also es ist prinzipiell noch genug da. Wir haben wirklich viele, viele Anfragen bekommen, also über Telefon, E-Mails, übers Webinar. Die Anfrage von dir, Reinhard, ist oder halt das Gesellschafterthema lässt sich wirklich an einer Hand abzählen. Und da ist jetzt halt auch die Frage, wie tief man das jetzt diskutiert und wie viele es halt wirklich betrifft. Also ich finde es auch gut, dass die Community sich zu Wort melden kann und wir sind auch jederzeit gesprächsbereit, also wie man jetzt gerade sieht, wir sitzen nicht da. Aber man muss halt schauen, dass man eben jetzt gerade in der Krise ein treffsicheres Instrument wirklich zielgerichtet für die Startups jetzt macht, die es wirklich am dringendsten brauchen und die jetzt vielleicht auch keine Eigenmittel haben, also ich sprich jetzt selber investieren können. Genau, und das wollte ich jetzt eigentlich noch dazu sagen. Ich kann dazu nachher noch was dazu sagen, aber ich will jetzt nicht so viel Showtime, sondern sozusagen ja. Jakob wieder an dich. Genau, das wäre auch meine
nächste Frage gewesen. Ist der Reinhard da jetzt ein Einzelfall oder sind die Kriterien eh so gut, dass das Gros sowieso durchkommen wird? Welche Einschätzungen habt ihr dazu? Oder werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen, wenn die Leute diese FAQs durcharbeiten, dass da immer mehr Stolpersteine drinnen sind? Hat da jemand eine Einschätzung dazu? Also ich kann da vielleicht was dazu sagen. Ich glaube, meine Meinung ist, dass ob man ein Einzelfall ist oder nicht, nicht die Frage sein kann. Das Thema ist nämlich, dass das Einzelfallargument ja immer im Zusammenhang mit einer Minderheit passiert. Und man könnte ja zum Beispiel aus österreichischer Sicht sagen, ja, die Startup-Community ist eine kleine Gruppe im Zusammenhang mit ganz Österreich. Und warum sollte man denen helfen? Also es ist immer, glaube ich, die Pflicht und das Recht der Minderheit einzufordern und auch aufmerksam zu machen. Also ich tue mir schwer, das Argument des Einzelfalls zu verdauen, ganz ehrlich. Wie wird es jetzt da bei dir weitergehen? Macht die Runde einfach ohne Zuschuss oder wie schaut es aus? Naja, es ist ja nicht so, dass wir nicht konstruktiv diskutieren. Im Hintergrund laufen immer Gespräche. Und unter anderem glauben wir, dass wir eine Lösung finden werden, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, dann machen wir die Investitionsrunde klarerweise einfach so. Da mag ich ganz was Wichtiges sagen zu dem Thema. Ich habe mit der ABS ja schon einen Call gehabt diesbezüglich, weil unsere Anwälte in dem Zusammenhang ja mit Vorschlägen gekommen sind, natürlich. Sagen wir Umgehungsgeschäfte und lauter so Sachen. Bitte nicht. Man könnte kreativ werden und sagen, okay, ich mache ein Treuhandkonstrukt oder ich mache keine Ahnung was. Wir haben von der ABS, und da kannst vielleicht du, Victor, noch was dazu sagen, ganz klar die Auskunft bekommen, dass das nicht gewünscht ist. Also einfach zu sagen, ich mach das jetzt irgendwie hintenrum oder ich lasse mir da eine kreative Lösung einfallen. Das ist glaube ich, eine viel schlimmere Möglichkeit, das Problem zu lösen, als sich vielleicht mal in einem Social Network aufzuregen. Weil da geht es dann wirklich darum, dass man selber in ein strafrechtlich relevantes oder zumindest sehr, sehr fragwürdiges Terrain abgleitet, das bitte meiner Sicht nicht betreten werden sollte. Genau, das können wir vielleicht kurz noch wirklich bekräftigen. Also die AWS wird sich im Nachhinein die Förderungen natürlich anschauen, die vergeben würden. Da geht es um mehrere hunderttausend Euro teilweise. Ich würde das wirklich niemandem raten, ein Umgehungskonstrukt zu machen. Also mehr dazu, glaube ich, braucht man eh nicht sagen. Also nicht, dass wir davon ausgehen, dass jetzt österreichische Founder das tun werden. Gar nicht, aber nur, wenn jemand auf die Idee kommen könnte. Bitte tut's das nicht. Ja, irgendwie, um das nochmal hier, dass das nicht so rüberkommt. Also die AWS rät nur nicht dazu. Grundsätzlich sind Umgehungen gesetzlich verboten. Da braucht niemand mehr die AWS dazu fragen oder sonst was. Also da kann man strafrechtlich belangt werden. Und wir sind das Organ, das danach kontrolliert. Wir haben die Förderung ausgegeben. Und wir schauen uns das nicht nur an, weil wir irgendwem böse sein wollen, sondern weil wir das müssen und weil das unser Gesetz oder unser Auftrag ist und da gibt es nichts dran zu rütteln. Vielleicht, Jakob, um das abzuschließen, ganz kurz möchte ich noch sozusagen auf dieses Geschäftsführerthema eingehen, damit das sozusagen nicht im Raum komplett stehen bleibt, um das ein bisschen von oben runterzuholen. Ja? Also der Gedanke der Förderung war folgender. Ja? Um zu gewährleisten, dass wir schnell Geld in die Community oder an die Startups bringen, um zu gewährleisten, dass wir als AWS keinerlei inhaltliche Prüfung des Unternehmens vornehmen müssen, müssen wir schauen, dass wir ein Konstrukt bauen, dass wir uns auf externe Validierung verlassen können. So, wie kann man das sozusagen am besten gewährleisten? Indem man sagt, wenn jemand in der Krise neu in ein Unternehmen investiert als externer Investor, ja, nicht als Gründer, dann ist das für uns ein Zeichen, dieses Unternehmen hat Potenzial. Hier können wir einen Zuschuss geben, ohne je das Projekt im Detail geprüft zu haben. So, jetzt steht man dann vor der Herausforderung, wie man das Ganze baut oder wie man das Ganze sozusagen konstruiert. Und das Thema mit dem Geschäftsführer, der im Normalfall der Gründer ist, ist das Problem,
es ist ja davon auszugehen, dass jeder Unternehmer an sein Unternehmen glaubt und im bestmöglichen Rahmen zu jeder Zeit in sein Unternehmen investieren wird. Somit ist eine Validierung eines Dritten nicht in der Form möglich, wie es möglich ist, wenn es ein externer Investor macht. Und nachdem wir sozusagen diese Richtlinie kompakt halten wollten oder immer noch wollen, und wir glauben, dass sie gut so ist, weil wir auch sehen, dass es jetzt sozusagen ziemlich treffsicher sind, war es auch sehr wichtig zu sagen, okay, jetzt gäbe es noch das Ausnahme mit der Mischrunde, wenn der externe Investor validiert und dann ein Gründer oder ein Geschäftsführer, also ein Gründer, der Geschäftsführer ist, mit investiert, dann hätten wir eine Validierung von einem externen. Dann könnten wir ein Riesenfass aufmachen und uns den Kopf darüber zu brechen, wie viel denn zum Beispiel in Relation, in Euros, ein externer Investor einbringen muss. Ich könnte jetzt ein Beispiel nehmen, wir machen eine Finanzierungsrunde von 101.000 Euro, 100.000 Euro kommen vom Gründer, 1.000 Euro vom Investor. So, und da könnte man jetzt dann wahnsinnig lange herumbasteln daran und würde auch keine sozusagen eindeutige Lösung für dieses Problem haben. Und ich glaube, dass es nicht dafür steht, aufgrund dessen sozusagen so eine riesige Diskussion zu führen, weil wir auch gesehen haben, dass es am Markt anscheinend sehr, sehr gut ankommt und wir nicht das Problem haben, dass wir sozusagen kein Kapital akquirieren können, weil alle Startup-Gründer da draußen haben so viel Geld in der Tasche, dass sie ihr Unternehmen so viel Geld investieren können, dass das mit Zuschüssen so gehebelt werden können. Das war sozusagen aus dieser Ecke kommt ja nicht die Idee der Förderung. Ich hoffe, ich habe das jetzt sozusagen ein bisschen ausgeführt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch weiter vertiefen sollen, aber damit der Standpunkt ein bisschen für alle klar ist. Alles klar. Lisa, du hast deine Wortmeldung, bitte. Ich mache es ja auch kurz. Also Victor hat das eh gut beschrieben, was in Wirklichkeit die Idee der Förderung war. Ich glaube, es wird halt einfach klar in dieser ganzen Diskussion, dass dieses Instrument nicht die Probleme der Startups, die von Corona betroffen sind, lösen wird. Genau deshalb gibt es ja auch die Idee, und das ist ja der zweite Teil von diesem Startup-Paket, unter anderem diesen Venture Capital Fonds zu machen. Und genauso, vorher gesagt, jetzt auch andere Instrumente brauchen, damit sich hier langfristig was tut. Weil, und das ist auch eine Diskussion, die ich in den letzten Tagen geführt habe, weil viele Startups, die nach dem 15.03. gegründet haben, gemeint haben, naja, wir fühlen uns jetzt ein bisschen benachteiligt, weil wir gründen in der Krise und das ist natürlich ein zusätzliches Risiko, das war aber unser Plan seit Monaten, von dem können wir nicht abweichen. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die man führen muss, wie man den Leuten, die jetzt diesen Schritt machen, sich des Risikos natürlich bewusst sind, aber trotzdem unterstützen kann und hier auch am Anfang dafür sorgen kann, dass hier spannende neue Companies nachkommen. Also einfach damit dieses Ökosystem und der Standort Österreich auch weiter innovativ bleibt. Alles klar. Noch jetzt die Frage zurück an den Reinhard. Die Antwort der AWS war jetzt sehr ausführlich. Ich würde jetzt gern zum nächsten Thema kommen, weil es gab ja dann auch noch das andere große Fass, dieser Fünf-Jahres-Regel. Also ein Unternehmen kann seinen Zuschuss nur bekommen, wenn es vor spätestens 5 Jahren gegründet wurde. Vielleicht mal die Frage an den Markus Lang bei Speedinvest. Ist das eine sinnvolle Regel, jetzt mal abgesehen davon, dass das eine EU-Vorgabe ist und aus Österreich heraus wahrscheinlich schwer zu ändern ist, aber ist es prinzipiell sinnvoll, 5 Jahre Startup so zu denken oder Unfug? Naja, ich glaube, das kann man lang und breit diskutieren. Ich glaube, international gibt es Beispiele, die zwischen 5 und 10 Jahre Startup-Definition gehen. Aus unserer Erfahrung hängt es ganz enorm davon ab, in welchem Bereich du tätig bist. Wenn du im Biotech-Bereich tätig bist, wenn du ein Deep-Tech-Startup gründest, dann kann auch im Hardware-Bereich können diese 5 Jahre schneller um sein, als es einem lieb ist. Im Software-Bereich, da kann man jetzt mit etwas Selbstbewusstsein sagen, wenn ich sozusagen nach 5 Jahren nicht bewiesen habe, dass mein Produkt am Markt gebraucht wird, dann werde ich mir auch schwer, das zu beweisen. Es gibt aber natürlich Bereiche, die jetzt nicht unser Fokus sind als Speedinvest ehrlicherweise oder nicht unser primärer Fokus sind, wo diese 5 Jahre sehr schnell umgehen und wo man vielleicht noch nicht am Markt ist. Um ganz ehrlich zu sein, ist das aber gleichzeitig eine Diskussion, die wir intern wenig geführt haben, weil ich bis zum jetzigen Zeitpunkt angenommen habe, dass das vergebene Liebesmüh ist, wenn es denn auf europarechtlicher Ebene diese Regelung gibt und wir einfach null Weg sehen, da links und rechts sozusagen auszuscheren, dann
werden es wir auch nicht ändern. Ich meine, was ich nicht einschätzen kann, ich habe ein paar Mal gelesen, dass es ja andere Programme gibt, wo man dann sehr wohl irgendwie auf 6 Jahre, 7 Jahre gehen kann oder diese 5 Jahre nicht ab Unternehmensgründung, sondern ab Markteintritt berechnet werden. Das würde natürlich einige der Problemfälle inkludieren. Da kenne ich mich allerdings im Dicklicht des Beihilferechts zu wenig aus, um ein bisschen zu sagen, ob das geht oder nicht. Aber da haben die Kollegen von der AWS sicher eine Meinung dazu. Genau. Frage zurück an die AWS. 5 Jahre, kann man das noch ändern oder ist das auch in Stein gemeißelt? Nein, also das eben wie schon mehrmals betont, also das ist wirklich eine beihilfenrechtliche Vorgabe der EU-Kommission. Also bis das geändert wird, glaube ich, ist die Corona-Krise auch hoffentlich schon wieder vorbei. Man könnte sich oder hätte sich überlegen können, ob man halt auch den Zuschuss auf Basis der De Minimis-Verordnung vergibt. Was, glaube ich, aber nicht wirklich zielführend wäre, weil die De Minimis-Verordnung sieht vor, dass ein Startup innerhalb von 3 Jahren mit maximal 200.000 Euro gefördert werden kann. Und schaut man sich jetzt so die gängigsten Förderungen an bei uns im Haus, wird man schnell draufkommen, okay, der De Minimis-Rahmen ist sehr schnell ausgeschöpft, weil ebenso Programme wie Pre-Seed, AWS Pre-Seed oder AWS Creative Impact sind einfach De Minimis-Programme. Und dann hätte halt ein Startup vielleicht am Ende 50.000 Zuschuss bekommen, anstatt den maximalen 800.000, die es jetzt zu vergeben gibt. Und noch the other way around. Er holt sich jetzt, macht jetzt den De Minimis-Rahmen voll, genau, und kann dann die anderen Förderungen sich nicht mehr abholen. Alles klar. Die 5-Jahres-Regel und auch dieses Geschäftsführer-Thema, das sind ja sehr harte Kriterien. Da kann man für mich und vielleicht auch für andere ist es ein bisschen schwammiger, was dieses Innovationskriterium oder diese Innovationsdefinition angeht. Vielleicht mal die Frage in Richtung des Wirtschaftsprüfers, der ja das ja auch mit einer Unterschrift bestätigt, ja, dieses Startup ist innovativ. Wie macht man das eigentlich fest? Es gibt ja die eine Ausgangssituation, dass man von der AWS oder der FFG als Startup in Österreich ja schon eine Förderung bekommen hat, dann hat man quasi den Stempel, den staatlichen, wenn man so will, ja, ich bin innovativ, aber für die, die das noch nicht bekommen haben, wie stuft man das genau ein? Was ist jetzt ein innovatives Startup und welches nicht? Jetzt spreche ich stellvertretend für meine Kollegen als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, der ich selber nicht bin, weil ich bin da mehr der Berater der Unternehmen. Aber was mir meine Kollegen in diesem Sinne gesagt haben, ist eigentlich diese klassische Prüfungshandlung eine, die eben sich orientiert an ungefähren Vorgaben. Und da komme ich wieder zurück zu dem vorher Gesagten. Da gab es ja schon entsprechende Vorleistungen auch in diesem Bereich in der Richtlinie beziehungsweise durch das AWS selber in den FAQs. Und da ist dieser Katalog dessen, was als innovativ anerkannt wird, eigentlich relativ breit definiert. Erlauben wir, dass ich da jetzt wirklich sehr plakativ für diese Runde jetzt wieder von der formalen Wirtschaftsprüfer-Steuerberater-Ebene zurückgehe und sage, wenn ich da jetzt kein Kriterium finde, das dem Innovativkatalog entspricht, dann bin ich wirklich ein MeToo-Unternehmen jenseits des klassischen Startup-Begriffs. Die Liste ist sehr breit. Was tut der Prüfer? Der Prüfer sagt, finde ich jetzt in der Argumentation des Unternehmens plausibel, nachvollziehbar eine Argumentation, die einem dieser Kriterien entspricht, sei es Prozess, sei es Produkt, sei es Markt, was auch immer. Und wenn das so ist, dann kann er diesen Stempel geben. Umgekehrt an die AWS gefragt, ihr zeigt es eh schon auf, kann es dann nachher nicht sein, dass dann auch nicht so wirklich innovative Unternehmen, zumindest für mein privates Verständnis, dann doch gefördert werden oder diesen Zuschuss bekommen? Wie prüft es nachher nochmal genau nach, ist das jetzt wirklich innovativ? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir ja, und da spielt das andere Argument, was ich vorher genannt habe, sehr gut mit, dass wir sagen, externe Investoren werden in innovative Unternehmen investieren. Die werden schauen, dass das Unternehmen innovativ ist. Wenn es ein klassischer Würstelstand ist, Friseur oder sonst was, wird sich kein Steuerberater dieser Welt trauen, wenn er nach seiner Profession arbeitet, hier sein Hackerl zu machen. Ja? Und wenn wir sagen, wir lassen das von externen Investoren noch zusätzlich validieren, dann ist dieser Mix an Kriterien, macht eigentlich klar, dass wir hier treffsicher arbeiten und nicht jetzt jeder
Schuhverkäufer, Fleischer oder sonst was hier die Möglichkeit hat, an diesem Fördertopf mitzunaschen. Genau, und vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite. Also erstens, wenn es jetzt diese Vorförderungszusagen noch nicht gegeben hat, kann sich ein Steuerberater oder Steuerberaterin bzw. Wirtschaftsprüferin eben auch anschauen, gibt es in den letzten 3 Geschäftsjahren, wie hoch war der Forschungs- und Entwicklungsaufwand, und wenn er über 10% war, dann ist das auch ein innovatives Unternehmen. Oder das ganz Letzte, man kann immer noch, was wir jetzt nicht hoffen, dass das oft vorkommen wird, aber zum Beispiel auch Gutachten erstellen lassen. Also wenn man sich jetzt ganz, ganz, ganz gar nicht sicher ist, oder einfachere Möglichkeit, man ruft einfach bei uns an, fragt kurz nach. Also wir sind da auch jederzeit da, um zu helfen, vor allem wenn Fragen aufkommen. Also das wäre die ganz einfachste Möglichkeit dann auch noch, ja. Okay, alles klar. Jetzt noch eine kurze letzte Frage, um dieses Thema zu beenden, an den Reinhard. Gibt es von deiner Seite noch quasi Fragen zu diesem aktuellen Zuschussprogramm? Ansonsten würde ich nämlich dann noch zum Thema VC-Fonds kommen wollen, weil das ist ja der zweite große Punkt dieses Startup-Rettungsschirms in Österreich. Reinhard, gibt es von deiner Seite? Keine Frage. Aber damit zusammenhängend vielleicht nur ein Summary oder eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe jetzt über meine Social-Media-Arbeit, die ich gemacht habe. Es gab da auch viel Feedback, und ich glaube, das betrifft jeden Gründer, dass ja ein richtiger Unternehmer und ein richtiges Startup ja solche Förderungen oder Unterstützungen ja gar nicht brauchen sollte, dass man bitte eher Umsatz machen sollte und gefälligst sich selbst über Wasser halten sollte. Also es war ganz extrem unglaublich, was da aufgetaucht ist. Ich wollte da nur sagen, als Unternehmer habe ich schon die Pflicht, Kapitalkanäle, die es gibt, so gut wie möglich zu konsumieren, so gut wie möglich mein Startup zu unterstützen, gerade jetzt in der Krise. Wir sahen in keiner normalen Situation, wo sich manche Unternehmen einfach über Umsatz, über Wasser halten können, speziell wenn Enterprises da umfallen auf der Reihe. Ja? Und ich habe das dann auch entgegnet, ein Unternehmer kann es sich nicht leisten, auf Coolness oder kapitalistischen Purismus zu setzen, sondern muss für sein Unternehmen da sein und solche Sachen natürlich auch in Anspruch nehmen, wenn es sie gibt. Also das ist mir ganz wichtig bei aller Kritik, das ist nicht konstruktiv. Es ist richtig und gut, wann auch ein Startup Förderungen und Möglichkeiten nutzt, die es gibt, um das Unternehmen voranzubringen. Und das braucht sich da, glaube ich, keiner rechtfertigen, warum man das nutzt. Und bin da kein Freund von solchen Bäschereien. Und mir ist sehr, sehr negativ aufgefallen. Und ich wollte das einfach auch hier positionieren, dass das ein Unternehmer auch macht. Ja, vielen Dank, Reinhard. Da kann ich dir nur beipflichten. So ist Social Media dieser Tage, gerade dieser Tage leider auch, dass da die Wogen sehr schnell hochgehen. Umso schöner fand ich es ja auch von deiner Seite, dass du eigentlich sehr ruhig geblieben bist und eigentlich immer sehr sachlich argumentiert hast. Also danke dafür. Jetzt will ich mit euch gemeinsam noch in die Zukunft blicken. Wir haben jetzt den ersten Teil dieses Startup-Rettungsschirms und ich und sicher viele andere, wir warten ja noch auf den zweiten, denn es ist ja dieser VC-Fonds, dieser Runway-Fonds angekündigt worden. Aber es gibt noch nicht wirklich viele Details dazu. Jetzt mal die Frage an die AWS. Was ist da der Status quo? Grundsätzlich sind wir jetzt mal sehr froh, dass der Hilfsfonds operativ geworden ist und wir die ersten Zuschüsse ausbezahlen können. Wir haben entsprechende Konzepte übermittelt an unsere Auftraggeber, ist vielleicht wichtig zu erwähnen an dieser Stelle. Und vielleicht kann uns die Lisa hier mehr Einblick geben. Sie grinst schon, vielleicht ist das ein Ja. Genau. Du hast ja einen ganz guten Draht in die Regierung. Wie schaut es da aus? Was können wir da erwarten? Mir unterstellt, dass ich da einen guten Draht habe. Danke, das war ein sehr charmantes Weitergeben von diesem etwas undankbaren Ball. Also ehrliche Antwort, wir warten selber drauf, weil wir haben ja diesen Fonds nicht vorgeschlagen, weil wir irgendwie gerade in der Stimmung waren und gemeint haben, wir brauchen noch einen VC-Fonds in Österreich, was wir grundsätzlich natürlich brauchen. Aber das ist ein anderes Thema, die VC-Szene, die man nicht überleben kann. Aber weil dieses Instrument wichtig ist und weil es dringend ist und weil uns potenziell
täglich Startups tatsächlich verloren gehen, wenn sie nicht liquide bleiben. Kurze Antwort dazu, es hängt in der Regierung schwer herauszufinden, wo, ehrlicherweise, und was das Thema ist. Das sind die das Feedback ein bisschen unterschiedlich. Und ich weiß, das ist jetzt keine zufriedenstellende Antwort, aber ich bin, und ich glaube, wir im Komitee sind jetzt wieder sehr zuversichtlich, dass es bald Bewegung gibt und dass sich hier bald was tut. Aber wie wir die letzten Wochen gelernt haben, es dauert alles länger als erwartet und alles ist extrem dynamisch. Aber heute, also Stand heute oder Stand diese Woche, Stimmung zuversichtlich, dass wir da bald was sehen. Und ich weiß, und das kann ich nur bestätigen, aber es hat Konzepte übermittelt. Ich glaube, die kennen wir auch zu einem gewissen Grad. Ich glaube, die werden tatsächlich sehr hilfreich. Ich glaube, da draußen sind schon einige Leute potenziell motiviert, in einen solchen Fonds einzuzahlen. Und jetzt geht es halt darum, dass der Ball da mal kommt, weil, und es ist ja kein tatsächlich staatlicher Fonds, der von der AWS betrieben wird, sondern das ist eine Ausschreibung, den dann ein privater VC-Fonds abwickeln soll. Das heißt, wir haben da eine Timeline, wo wir von ein paar Wochen reden und jede Woche, die wir jetzt verschwenden, ist super kritisch. Das heißt, wenn ich mir was wünschen kann, vielleicht auch bitte da nochmal den Diskurs dazu starten und zeigen, das ist wirklich wichtig und da draußen sitzen Unternehmen oder gibt es Unternehmen, die auf das Geld warten und die massiv von diesem Fonds profitieren würden. Aber, und jetzt spiele ich den Ball weiter, da hat Markus wahrscheinlich auch eine Meinung dazu. Ja, den Markus, den wollte ich natürlich gleich als Nächsten fragen. Der kennt das Thema ja sehr, sehr gut. Deine Einschätzung, wo stehen wir? Wann kann das kommen? In welche Form kann das kommen? Und vielleicht noch die Grundfrage, weil das hat mich am Anfang ein wenig verwirrt. Warum in so einer Krisenzeit, weil es sehr schnell gehen muss, ein dann doch relativ kompliziertes Konstrukt wie einen neuen VC-Fonds aufstellen zu wollen? Was ist der Sinn dahinter? Was ist der Grundgedanke dahinter? Also ich glaube, die Idee war auf Basis von internationalem Vorbild, da tatsächlich ganz schnell was auf die Beine zu stellen. Die Idee war sozusagen, den Covid-Hilfsfonds war damals sozusagen das Versprechen, innerhalb weniger Tage live zu bekommen und den Venture Capital Fonds oder Runway Fonds innerhalb weniger Wochen live zu bekommen. Das muss man gleichzeitig sagen, die Pressekonferenz, zu der die Maßnahmen offiziell vorgestellt wurden, war am 16.04. Das ist mit Stichtag heute ungefähr einen Monat her. Und jeder Tag, den wir verlieren, ist einer zu viel. Und ich glaube, in aller Deutlichkeit muss man sagen, diese Maßnahme kommt entweder bald oder nicht mehr, weil dann werden wir sie nicht mehr brauchen. Dann dürfen wir uns aber auch nicht aufregen, wenn wir als Startup-Ökosystem weiter im internationalen Ranking zurückfallen. Es ist für mich, und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin durchaus ein politisch interessierter Mensch, nicht nachvollziehbar, dass es offensichtlich seit Wochen nicht nur hängt, sondern es auch niemanden gibt, der verbalisieren kann, warum und wo das Thema hängt, weil es ist ja sozusagen bezeichnend, dass die AWS als ausführendes Organ und die Lisa als Vertreterin des eigens geschaffenen Startup-Komitees der Bundesregierung oder des BMDWs auch nichts davon von wissen. Das heißt, aus irgendeinem Grund hängen wir irgendwo, aber es scheint keiner zu wissen, warum, und es scheint auch keiner zu wissen, wer diesen Zustand beenden kann. Und das ist, und das glaube ich, du hast mich vor zwei oder drei Wochen schon mal gefragt, um einen kurzen Kommentar zu den Maßnahmen, zum Gesamtpaket der Maßnahmen. Und ich bleibe eigentlich eins zu eins dabei, dass die Maßnahmen insgesamt gut sind. Da gibt es konzeptionell den einen oder anderen Flaw, wie wir heute diskutiert haben, aber insgesamt von Kurzarbeit über Garantien für Scale-Ups, über die Maßnahmen jetzt, ist das ein breites und gutes Paket. Die Endbewertung, ob wir erfolgreich waren und ob das Ganze was gebracht hat und ob das Kapital, das da angekündigt wurde, auch ankommt, wird aber nicht daran liegen, wie die Maßnahmen vorgestellt werden, sondern wie die Maßnahmen umgesetzt werden. Und aus irgendeinem Grund lassen wir uns da Zeit. Das ist im Startup-Ökosystem aus meiner Sicht immer schlecht, weil es einfach schneller gehen muss wie in allen anderen Branchen. Aber im Startup-Ökosystem während der Corona-Krise doppelt schlecht. Das heißt, mein Appell an alle, die uns zuhören, wäre ehrlicherweise gemeinsam da noch einmal anzudrücken und zumindest herauszufinden, woran es denn hakt. Weil vielleicht muss man was umformulieren, vielleicht muss man was ummodellieren, vielleicht ist irgendwas falsch verstanden, vielleicht muss man Feedback geben, vielleicht braucht es Kontakt zu Investoren, weil man nicht glaubt, dass es tatsächlich Leute gibt, die investieren wollen würden. Ich glaube, für all diese Dinge stehen wir alle, wie wir hier im Call sind, gerne zur Verfügung und viele andere im Startup-Ökosystem auch. Aber zuerst müssen wir mal wissen,
wo und woran es eigentlich hakt. Meine Theorie wäre ja, dass es möglicherweise am Geld hakt. Jetzt die Frage an dich, du kennst ja den Markt wie kaum ein anderer. Kann man in Österreich in der aktuellen Situation diese 50 Millionen raisen, die ja benötigt sind, um dann quasi diese Garantie in der AWS auszulösen? Geht das? 50 Millionen sind ja international gesehen nicht viel, für Österreich ja schon. Also wir sind optimistisch. Wir glauben, dass wenn das Konzept so kommt, wie es diskutiert wurde, wenn es seitens sozusagen der Politik entsprechenden Support gibt, wenn österreichische Leitbetriebe, die heute schon mit Startups zusammenarbeiten, da ein kleines Zeichen setzen, wenn die Startup-Szene, die Investoren der Startup-Szene ein Zeichen setzen und wir alle da gemeinsam an einem Strang ziehen und sozusagen die Republik durch diese Garantie auch noch das Risiko zu einem erheblichen Teil mindert, dann kann das aus unserer Sicht gelingen und dann kann das in wenigen Wochen zu einem First Closing, und das braucht es ja mal, führen, und dann kann das Kapital sehr schnell einsatzbereit sein. Es stimmt, das ist keine ganz kurzfristige Maßnahme, gleichzeitig ist es aber eine Maßnahme, die eigenkapitalstärkend wirkt, die sozusagen verspätete Finanzierungsrunden dieses Problem lösen kann. Deshalb glaube ich, ist es auch ausreichend, wenn das Ding in einigen Wochen steht und nicht morgen. Aber damit es in einigen Wochen steht, bräuchte man eigentlich vorgestern die Informationen dazu. Und das ist sozusagen mein Punkt insgesamt. Die Frage zurück an die AWS. Was braucht es, um diesen Fonds auf die Beine stellen zu können? Woran fehlt es noch? Ehrlich gesagt kann das weder die Carina noch ich beantworten. Ja. Wir haben das Konzept abgegeben. Wir persönlich und auch, weiß nicht, mein Abteilungsleiter oder ähnliche, wir sind nicht in Kontakt mit der Bundesregierung. Ich glaube, sozusagen, die Rolle der AWS ist hier, ich will mich jetzt hier nicht verteidigen, aber wir sind das ausführende Organ. Wir haben schnellstmöglich ein Konzept ausgearbeitet, geschaut, wie kann man es so ein Konstrukt machen, das interessant ist. Aber am Ende des Tages ist es nicht in unserem Auftrag sozusagen hier vorzurennen, weil das müssen andere machen. Wir sind die das Ganze umsetzen wollen, wenn was da ist. Ich glaube, da muss ich auch noch ganz kurz einhaken. Aus unserer Erfahrung kann ich auch sozusagen gerade die AWS, muss ich aus meiner persönlichen Sicht dazu 110% in Schutz nehmen, so denn das notwendig ist. Ich glaube, es gab sehr schnell von unterschiedlichen Playern in der Szene, auf Gründerseite, auf Investorenseite, auf LPs, also auf Fondsinvestorenseite, auch auf seitens der AWS und der unterschiedlichen Ministerien eigentlich ein unglaubliches Momentum und Interesse, und jeder hat schnell geliefert, und es war eigentlich unglaublich für mich zu sehen, dass da von der Idee zur Pressekonferenz von zwei Bundesministerinnen nur 2 Wochen vergehen. Das ist ja sozusagen eine unfassbare Geschwindigkeit und hat sozusagen auch stolz gemacht. Was dann passiert ist, ist sozusagen zum jetzigen Zeitpunkt für mich ein Mysterium. Vielleicht können wir es gemeinsam auflösen. Okay. Nochmal die Frage an Andreas von EY Unternehmensberatung. Wäre so ein VC-Fonds jetzt noch zusätzlich notwendig, oder kann man auch sagen, die Zuschüsse, die es ja jetzt gibt, die reichen aus, um die Startup-Szene, die jungen Unternehmer da durch die Krise zu retten? Braucht es noch zusätzlich diesen Fonds oder gibt es eh viele andere Instrumente? Ja, speziell im Fokus dessen, was zuerst mit dem Reinhard diskutiert worden ist, nämlich zusätzliche neue Investoren zu finden, wenn ich quasi selber, auch wenn ich das Geld habe, nicht mitziehen darf, ich darf mitziehen, Verzeihung, da jetzt die Ungenauigkeit, aber eben das dann nicht wirkt in dem jetzigen Hilfsfonds. Wenn ich hier institutionalisiert und dann noch zusätzlich mit Garantie 50% ausgestattet weiteres Geld mobilisiere, dann sind genau solche VC-Fonds wunderbare Instrumente jenseits der privaten Investoren, um dann zusätzliches Geld zu mobilisieren. Also ich finde die Idee wunderbar und sie soll rasch kommen. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir diskutieren schon eine Stunde. Ich würde jetzt noch gerne eine Abschlussrunde machen. Jeder, der sich berufen fühlt, kurzer Ausblick eurerseits. Wie geht es jetzt bei euch konkret weiter? Was ist euer Fokus und was wünscht ihr euch? Vielleicht in kurzen Worten zusammengefasst. Wer will beginnen?
Fangen wir vielleicht bei der AWS an, dort haben wir auch am Anfang. Genau, AWS. Was wünschst du dir, Carina? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass so viele Startups wie möglich diese Krise überstehen. Also wir sind ja wirklich auch abseits des Co-Hilfsfonds tagtäglich für die Startups im Einsatz, helfen ihnen in unterschiedlichen Dingen. Und ja, ich wünsche mir auch, dass der Runway-Fonds schnell kommt und dass das Geld wirklich bei denen ankommt, die es jetzt am dringendsten brauchen. Ja, ich kann eigentlich abschließend nur sagen an alle Startups, die jetzt vielleicht zuhören, was ich mir wünsche ist, wenn die Unternehmen Ihnen oder den Steuerberatern oder den Investoren noch nicht ganz klar ist, wie sie sozusagen in die Kriterien genau erfüllen, was sie genau machen müssen, dass sie sich einfach bei uns melden und nicht vorab Finanzierungsrunden bauen, wo es dann nachher sozusagen Probleme gibt und wir die dann nicht mehr lösen können, weil wir uns an den Richtlinien nicht nur orientieren, sondern an diese gebunden sind. Das heißt, bitte, bitte, bitte FAQs lesen, sich das genau anschauen, was sind die Themen, und wenn ihr Themen habt, einfach uns E-Mail schreiben, anrufen, wir stehen zur Verfügung, weil wir wollen nicht, dass es nur aufgrund einer Formalität, die im Vertrag falsch drinnen steht, weil sich irgendwer nicht genau durchgelesen hat oder angeschaut hat, wir hier Geld geben könnte in ein spannendes, innovatives Unternehmen, aber uns die Hände gebunden sind. Genau, vielleicht noch kleiner Hinweis von mir oder von uns. Es gibt unsere anderen AWS-Instrumente nach wie vor. Also es gibt auch Eigenkapitalhebeln, früher bekannt als Double Equity. Es gibt Pre-Seed, Seed. Wir sind alle, es gibt noch alle Instrumente, also auch für die Startups, die vielleicht nach dem 15.03. gegründet haben. Bitte sucht es auch um diese Instrumente an. Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen bereit. Genau. Okay, super. Dann gebe ich das Wort gleich weiter, Reinhard, an dich. Na, was wünsche ich mir? Ich sage das sehr egoistisch. Ich wünsche mir, dass die Krise bald vorbei ist, dass wir das auch gut überstehen. In der ganzen Thematik der Diskussion, die wir jetzt haben, würde ich mir wünschen, dass wir sich in Zukunft solche Diskussionen ersparen und die Sachen nicht so sehr, sagen wir, im Elfenbeinturm entscheiden. Irgendwie habe ich das Gefühl, in meinen Konversationen war immer so das Gefühl, ich wurde nicht involviert, ich war nicht beteiligt, auf mich wurde nicht gehört. Das habe ich von verschiedenen Seiten einfach gehört. Man fragt sich dann als Reinhard Holzner, entsteht das in irgendeinem tiefen Bunker unterirdisch ohne mit Cutdown aller elektrischen Leitungen in die Umgebung? Es wäre gut, und ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel auch bei diesem Venture-Kapitalfonds viel, viel offener kommuniziert wird, viel, viel offener das Ganze diskutiert wird, dann ersparen wir sich am Ende auch solche Diskussionen und es kommt dann auch ein Programm raus, das für alle wirklich den Mehrwert haben, den wir so alle erwarten, und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir sollten zusammenhelfen, aufeinander hören, flexibel bleiben und für alle das Beste erreichen. Und zu guter Letzt, man hat gesagt, ich bin der Angreifer, ich bin nicht der Angreifer oder irgendwas. Ich möchte helfen, ich stehe gern dafür zur Verfügung. Jeder kann mich fragen um meine Meinung. Ich bin da und ich glaube, das ist jeder andere Gründer in Österreich auch, weil wir sind nicht der Feind unserer eigenen Lösung. Wir wollen ja alle was Gutes erreichen. Super, vielen Dank, Lisa. Ich schließe mir ein bisschen an das, was gesagt worden ist. Also ich hoffe, dass diese Krise bald einmal vorbei ist oder zumindest absehbar ist, was in welche Richtung entwickelt, damit einfach diese Unsicherheit, die da draußen ist, weg ist in so vielen Belangen. Weil ich glaube, das ist der Zustand, der für alle der schwierigste ist, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, womit zu rechnen ist, wie der Herbst ausschauen wird und so weiter. Abgesehen davon, ja, ich hoffe, dass dieser VC-Fonds bald kommt, tatsächlich zeitnah kommt, dass er so umgesetzt ist, dass er tatsächlich die Schlagkraft hat, die es braucht und die Unternehmen unterstützt, die das Geld brauchen. Gleichzeitig hoffe ich, dass die Regierung jetzt das Thema Startup nicht abschreibt, weil jetzt ein Startup-Rettungsschirm da ist und damit das Thema irgendwie gegessen ist für die nächsten Jahre, weil ich glaube, genau das wäre falscher Zugang, weil das ist jetzt kurzfristige Hilfe, aber um den Standort aufzubauen, langfristig zu halten ich kriege selber die Krise, wenn ich sage, man muss Corona als Chance nutzen, aber kann es tatsächlich auch für den Standort sein. Davon bin ich wirklich überzeugt. Nur da braucht es jetzt gescheite Maßnahmen und die durchdacht sind und die den ganzen Lebenszyklus von einem Startup irgendwie abbilden und die einfach echt connected sind, wo wir aufhören, aus unserem Silo denken rauszukommen, sondern echt einfach versuchen, das Beste daraus zu machen und möglichst viele Dots zu connecten. Und damit das Standortpotenzial nutzen am Ende des Tages. Und ich glaube, ich habe es eh schon vorher gesagt und Reinhard, du hast das jetzt auch nochmal betont. Ich glaube, wir müssen einfach echt als geschlossene Community auftreten und uns gegenseitig so gut unterstützen, wie es geht, weil jeder sitzt in dieser Krise. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben, glaube ich, alle die gleichen Probleme, Herausforderungen als Unternehmerinnen und Unternehmer oder Investorinnen und Investoren. Und
Achtung, jetzt wird es cheesy, jetzt zitieren oder den Bundespräsidenten, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, wir schaffen das nur zusammen und nur, wenn wir zusammenhalten. Das wäre es von mir und ich kandidiere nicht für die Bundespräsidentschaft, nicht in absehbarer Zeit und nicht langfristig. Geht, glaube ich, noch nicht, weil du glücklicherweise noch nicht über 35 bist. Muss man 35 sein, glaube ich. Danke, ich nehme das jetzt als Kompliment mit. Natürlich. Das rettet meinen Mittwochnachmittag. Okay, super. Lisa, vielen Dank für deine Worte. Markus? Not a lot to add. Ich glaube, wir müssen jetzt alle gemeinsam das Beste daraus machen, dass die Situation schwierig ist. Das können wir alle kurzfristig nicht ändern. Ich glaube, es gibt irrsinnig breite Bemühungen zu helfen. Ich glaube, es gibt auch die Bereitschaft der gesamten Community, Feedback zu geben, sich zu engagieren, einen Beitrag zu leisten. Also ich glaube, wir sind alle hochmotiviert, wenn man uns lasst. Ich glaube, das kann auch eine Chance sein, um sozusagen Politik, Unternehmer, Investoren, dann vielleicht auch irgendwie ein enger zu bringen und ganz unabhängig davon. Wir als Speedinvest, wie gesagt, wir haben vor einigen Monaten unseren bis dato größten Fonds geclosed. Wir sind 24/7 auf der Suche nach spannenden Ideen. Das heißt, auch völlig unabhängig von etwaigen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, wenn es Gründerinnen und Gründer da draußen gibt, die an einer spannenden Idee arbeiten, meldet euch, redet mal, schauen wir uns das an. Vielleicht kommen wir zusammen und wenn wir nicht zusammenkommen, haben wir vielleicht eine Idee, zu wem es besser passen könnte. Also ich glaube, jetzt heißt es, zusammenzuhalten und das sind unsere Türen und ich bin mir ganz sicher, die Türen von jeder einzelnen Person in der Runde sicher jederzeit offen. Und wenn dann der Runway-Fonds auch noch zeitnah kommen könnte, dann wäre es überhaupt wie Ostern und Weihnachten zusammen. Super, Markus, danke. Andreas. Zum aktuellen Situation kann ich nur wiederholen, was gesagt wird. Ich wünsche allen, dass dieser Runway rasch kommt, sodass ich jetzt eigentlich nur was ergänzen kann. Und ich hoffe, dass danach, weil da wird jetzt die Zeit in der Kürze zu kurz sein, aber in der Zeit danach die Regierung sehr wohl daran arbeitet, mit weiteren Schritten in Österreich das Thema Venture Capital, das Thema Unterstützung für Startups in die Breite zu tragen, sodass wir ein bisschen mehr Kultur reinkriegen, dass auch, wie soll ich sagen, meine Tante mit ein bisschen was auf der Kante auch in solche Fonds investieren kann. Okay, super. Gut, ich glaube, wir haben eine ausführliche Diskussion geführt. Es gibt natürlich ein bisschen ein Open End zum Runway-Fonds. Da hoffen wir, glaube ich, geschlossen alle drauf, dass der bald kommt. Ich persönlich wünsche mir, dass ich in Zukunft auch weiterhin so tolle Diskussionen führen darf. Den einen oder anderen werde ich bei Gelegenheit natürlich wieder gerne einladen. Und ja, euch da draußen vielen Dank fürs Zusehen und ich denke, dass die Teilnehmer alle noch kontaktierbar sind und sich gerne euren Fragen widmen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn sich Trending Topics mit einem virtuellen Roundtable bei euch meldet. Bis dann und ciao. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.